Hast du schon mal was vom hybriden Krieg gehört? Das ist, wenn man Krieg nicht nur auf dem Schlachtfeld führt, wie aktuell eben in der Ukraine, sondern das ist ein Mix aus wirtschaftlichen, nachrichtendienstlichen und vielen anderen militärischen und nicht-militärischen Eingriffen. Wie zum Beispiel auch Angriffe auf kritische Infrastruktur. All das kann selbst ein wohlhabendes Land in kurzer Zeit ins Chaos stürzen. Geht Putins hybrider Krieg bei uns gerade voll auf? Ich glaube nicht, dass Russland so eine Masterstrategie hat und jetzt geht der Plan auf. Aber natürlich haben all diese politischen Maßnahmen, die vollzogen werden, auch sehr zweischneidige Effekte. Und das zeigt sich hier ganz deutlich. Und ja, wenn es auch ein Ziel Russlands ist, Europa zu destabilisieren bzw. zu schwächen, dann kann das auch auf diesem Wege erreicht werden. Ein Krieg ist eine Grenzsituation, die kein vorgefertigtes Skript hat,